Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. B-Win. Hallo und herzlich willkommen bei Zoom. Nach der Nachrichtenwerttheorie sind die beiden wichtigsten Dinge Überraschung und Sensation. Und er hier ist Überraschung und Sensation in einem, Bo McCallop. Eigentlich ja Lester McCallop, geboren am 4. Mai 85, May the Force be with you, und die Macht ist stark in ihm. Durchbruch mit 24 bei Partizan Belgrad, Gewinn der Adria-Liga, serbische Meisterschaft, Pokal, Wechsel zu Monte Paschi Siena, dort Triple, Meisterschaft, Pokal und Supercup. Bo wird Liga-MVP 2011 als auch 2012 Finals-MVP, nächste Station Fenerbahce Istanbul, türkischer Pokalsieger, Meister, ein Mann, dem alles zu gelingen scheint und der seine Talente nun dem FC Bayern Basketball zur Verfügung stellt, und das sind nicht wenige. I mean, I like to play fast. I mean, I'm athletic. I like to get up and down the court, play defense, things like that. And that's what I would try to bring to this team. How can you help the team on and off the court? I mean, I'm experienced. I've been playing, for 6 years, so I mean, I just got here yesterday, so I'm going to try my best to try to help the team on and off the court. And you choose a perfect week to start working for FC Bayern. Your first game maybe will be the game against Barcelona. I mean, that doesn't matter. I mean, I don't care who I play against. I mean, who we play against. I mean, you have to compete to try to win, so it doesn't matter who you play against. Am Donnerstag geht's für den FC Bayern Basketball gegen den FC Barcelona. Wir fragen den ehemaligen Trainer von Barca, heutigen Bayern-Trainer Svetislav Pesic, etwas ab. 7. Kurze mit. Was verbinden Sie heute noch mit Barcelona? Ja, ich bin Mitglied aus Barcelona. Gibt es ein Morgenritual? Morgen? Also die Zähne putzen mache ich sowieso. Ich trinke gerne ein Espresso Lunga. Ein oder zwei? Ein oder zwei. Ja. Erklären Sie mal jugendfrei Jebote. Ach, das ist ein serbisches Schimpfwort, die man benutzt sehr oft, ist sehr schwer zu übersetzen. Das benutze ich nicht. Also im Prinzip, ich habe andere sozusagen Schimpfworte, aber das benutze ich nicht. Die anderen lassen wir auch lieber mal weg. Was würden Sie sich tätowieren lassen? Ich respektiere, dass die Leute aus unterschiedlichen Gründen das machen. Für mich persönlich ist zu spät. Haben Sie in Ihrer aktiven Zeit mal einen Dank gemacht? Wenn du siehst, dass ein oder andere das macht, du willst auch probieren. Das habe ich wie immer das probiert. Aber an diesem Korb, die 3,05 Meter groß, leider habe ich noch nie geschafft. Was macht einen guten Spieler aus? Ein guter Spieler ist einer, der vor allem bereit ist, andere Mitspieler besser zu machen. Letzte Frage. Sie dürfen einen Tag mit einer Person Ihrer Wahl tauschen. Das hängt von der Laune ab und zu. Ich will mich mit dem einen oder anderen tauschen. Aber im Prinzip, sagen wir so, ich bin mit mir noch zufrieden. Jetzt kommt Vorbericht. FC Bayern gegen den FC Barcelona, da klingeln die Ohren eines jeden Sportfans längst, auch im Basketball. Barca mit das Beste, was der Sport in Europa zu bieten hat. Zweimaliger Euroleague-Champion, amtierender spanischer Meister und aktuell makelloser Tabellenführer der Vorrundengruppe C. 5 Spiele, 5 Siege, Barca zuletzt mit dem Heimerfolg über Panathinaikos Athen. Ante Tomic dabei mit einem Galaabend, 16 Punkte, 10 Rebounds, 8 von 8 aus dem Feld. Der kroatische Center bereits im Hinspiel gegen die Bayern mit einem Double-Double, der entscheidende Faktor für den knappen Sieg. 81-83 unterlag der FCBB in Spanien, hauchdünn, war nah dran am Überraschungssieg. Der soll nun zu Hause mit den Fans im Rücken klappen. Die Zuschauer, der sechste Mann, den es dazu braucht, die kleine Chance auf die Top 16 in der Euroleague noch zu ergreifen. Die Stimmung im Team ist gut, die Vorfreude auf den Kracher gegen Barca zu spüren.
Ach ja, nochmal zu Tomic. Natürlich verbietet es sich bei diesem Barca-Ensemble, einen einzelnen Spieler hervorzuheben. Und das war's mit der 8. Folge Zoom. Oder wie Bo McCaleb sagen würde, auf Wiedersehen. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.